Aufnahme läuft. Also, hallo, herzlich willkommen hier zu diesem Video. Wie ihr euch ja gewünscht habt, mache ich heute zu den Patch Notes vom 27.05.2020 ein Review bzw. eine kurze Zusammenfassung von den wichtigsten Dingen. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, sondern auf die wichtigsten Sachen. Rund um, was ist neu, was sind an Events da, was ist für euch wichtig zu wissen. Fangen wir gleich mal mit dem an, was uns jetzt hier gleich ins Auge springt, und zwar das Perlenladen-Update bzw. erneuerte Spielpakete. Bei diesen erneuerten Spielpaketen, für alle, die sich das Spiel entweder über die Seite oder über Steam gekauft haben, da gab es ja dann diese zu unterschiedlichen Pakete. Da gab es das Basispaket, da gab es dann dieses Explorer-Paket hieß das. Also irgendwie, damals war es zumindest, ich glaube, 30, 50, 100. Für alle, die das Spiel schon länger haben. Gab es damals diese Pakete. Diese Pakete, die man sich jetzt kaufen kann, wurden aktualisiert. Das ist aber noch nicht alles. Selbst wenn ihr jetzt die alten Pakete habt, könnt ihr, wenn ihr upgradet auf ein aktuelles Paket, folgende Belohnungen hinzubekommen. Und zwar, wenn du auf ein Standardpaket upgradest, bekommst du ungezogener Pilafé-Hund. Und wenn du auf ein Komfortpaket upgradest, kriegst du ein Set-Klassiker. Wenn du aber von einem Basispaket, das heißt, du hast dir die jetzt momentan damalige noch 10-Euro-Version geholt, bekommst du sogar beides. Da bekommst du einen ungezogenen Hund, also Pilafé-Hund und ein Set-Klassiker. Wenn du vom Basispaket auf Komfortpaket upgradest. Das heißt, du bekommst plus den Bonus, den das Paket hergibt. Den kriegst du ja auch komplett. Bekommst du zusätzlich noch diese Bonis, weil du von dem alten Paket, weil du ja schon mal bezahlt hast, upgradest auf das höhere. Das ist schon mal Bonus Nummer 1. Ich finde das ziemlich nice. Und so wie die Pakete jetzt sind, empfehle ich die auch. Muss ich gerade mal gucken. Genau, wenn wir hier nämlich drauf gehen. Klar, die 10-Euro-Version, ne? Vollversion von Black Desert. Die Standard-Paket, also Standardpaket, 40 Euro, hat einen Wert von 80. Hier kommt die Vollversion, klar. 15 Tage Vorteilspaket, Inventar plus 8, Reittierflöte dauerhaft. Für alle, die sich erinnern, ich glaube, bei dem mittleren Paket gab es, glaube ich, sonst nur eine 7-Tage-Flöte, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Die ist jetzt hier dauerhaft. Ihr bekommt ein T7, kein T5-Pferd mehr. Ihr bekommt einen Z-Klassiker. So oder so, wenn ihr das Paket euch holt, einen Eisbären, 1000 Perlen und einen 20% Rabattgutschein. Bei der großen Version für 99,99 bekommt ihr das Spiel, 2x 15 Tage, also im Endeffekt 30 Tage. Geheimes Buch des Altmondes, 15 Tage. Zwei Erweiterungskupons, also eigentlich plus 16. Reittierflöte dauerhaft, T7 Pferd, ein Set-Klassiker, ein Premium-Set. Ein Eisbär, ein Igel, ein magischer Holter, die Polter, Lagermarkt und eine Marktmarkt, 2500 Perlen und ein 20% Rabattgutschein für den Perlenladen. Das ist schon eine Menge. Wenn man das mit vorher vergleicht, das ist schon eine Menge. Für alle, die also sagen, das Spiel ist mir 100 Euro wert, gib ihm. Ich finde, das ist jetzt deutlich besserer Mehrwert als vorher. Zuallererst mal die 30 Tage Vorteilspaket, ne, die kosten so eigentlich schon 15 Euro. Das Buch des Altmondes, ich glaube 12,50. Dann Inventarerweiterung plus 8, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube plus 16, weil das ja plus 2 mal 18, ist glaube ich auch 12 Euro oder so. Die Reittierflöte kann ich nicht sagen, eine Stute kann ich auch nicht sagen. Aber ein Set-Klassiker kostet glaube ich schon 26 Euro oder 28 und ein Premium-Set, glaube ich, 34 oder 32 plus Pad, das sind mindestens mal 11 Euro, 11 Euro, 11 Euro. Bei den also es lohnt sich, es rentiert sich. Okay? Es lohnt sich. Ihr habt auf jeden Fall mehr Wert als das, was ihr da zahlt. Plus 2500 Perlen sind auch nochmal 25 Euro. Das ist schon eine Menge. Ne? Das ist schon eine Menge. Also, die Pakete lohnen sich auf jeden Fall. Ich kann sie nur empfehlen. Wenn ihr einen guten, wenn ihr ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wollt, nehmt ihr das mittlere. Für alle, die sagen, 100 Euro ist mir zu viel, 10 Euro nur das Spiel ist mir zu wenig, was ich da kriege, also nimmst du die mittlere Version fertig. Für alle, die das Spiel sich schon mal für 10 Euro geholt haben, das ist mir aufgefallen, die Leute, also auf Steam,
Auf Steam ist mir das aufgefallen. Ich kann es auf der Webseite nicht zu 100% bestätigen, aber auf Steam, wenn ihr das Basisspiel habt, kostet euch das nicht 99,99, sondern 90. Ihr spart einen Zehner, weil ihr das Basisspiel ja schon habt. Dasselbe gilt für die mittlere Version, die kostet euch nicht 40, sondern nur 30. Und ihr bekommt trotzdem die vollen Belohnungen plus zusätzlich noch das hier. Extra. Obendrauf zu dem, was ihr eh schon bekommt. Weil das, ich lese gerade, ich bin, wie gesagt, live. Auf der Webseite ist es auch so. Also offensichtlich, ihr spart einen Zehner, wenn ihr das Basisspiel schon habt. Lohnt sich definitiv. Dann gibt es im Perlenladen, ich gehe da jetzt grob durch, weil ich will ja für euch hier nur das Wichtigste zusammenfassen. Es gibt jetzt wieder ein Paket mit einem Igel, für alle, die den Igel wollen. Paket mit dem Igel, mit Morkos Ausrüstungskiste. Morkos Ausrüstungskiste ist, ihr könnt mehrere Sets von Rüstungen in der Kiste, das heißt, ihr habt auf Abruf unterschiedliche Sets. Angenommen, ihr wollt gerade spontan sammeln, habt ihr das Set dabei, umziehen, wam, wam, wam. Und wenn ihr wieder kämpfen wollt, zieht ihr euch wieder um, fertig. Zusätzlich könnt ihr euch noch zwei Kostüme auswählen. Entweder das, also ihr habt die Auswahl aus Platschfischer, da dumm, Venia, Venesil, Trenntarnung und Wüstentarnung. Das heißt, mal angenommen, ihr kauft euch das Set für 5.265 Perlen, kriegt ihr Igel und Morkos Ausrüstungskiste safe. Und ihr könnt beispielsweise sagen, ihr wollt noch eine Wüstentarnung plus ein Dadum-Dadum mit 14 Erinnerungen eines Handwerkers. Ob es sich lohnt, kann ich nicht sagen. Ich würde pauschal sagen, schon, weil ihr seht ja, normalerweise würde das auch 8.100 kosten. Der Igel ist ganz nice, die Ausrüstungskiste ist ganz nice. Bei den Tarnungen, die finde ich zum Beispiel nice, wenn ihr die Tarnungen anhabt, kann man euren Namen nicht mehr sehen. Das heißt, ihr rennt rum und man sieht euren Namen, ihr seid dann wirklich getarnt. Das heißt, ihr könnt rumrennen und es kann nicht einfach jemand zum Beispiel euch Krieg erklären, weil er halt nicht direkt die Gilde sieht und er sieht euren Namen nicht. Ihr seid halt wirklich getarnt. Deshalb... Dafür sind die Tarnungen halt gut. Für alle, die das wollen, kann man drüber nachdenken. Das Da-Dumm-Da-Dumm zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es das Platschfischer oder das Da-Dumm-Da-Dumm war. Aber ich glaube, das Da-Dumm-Da-Dumm-Kostüm-Set, glaube ich, lässt euch schneller schwimmen. Deswegen hätte ich zum Beispiel sowas hier genommen, plus eine Trenntarnung als Beispiel. Wäre meine Wahl, wenn ich mir das holen würde. Ist auch nicht schlecht, ihr bekommt noch ein paar Bonis dazu. Aber schaut es euch selber durch, ob es für euch mehr Wert hat. Dann, was ich auch noch gut finde, ist das Paket hier. Bei dem Paket gleich eine Anmerkung. Wenn ihr euch dieses Paket holt, die Kostüme könnt ihr nicht färben. Wurde mir schon bestätigt von meinem Chat. Könnt ihr nicht färben. Nicht färbbar, die Kostüme müsst ihr so lassen. Wenn ihr damit leben könnt, ist das Paket eigentlich auch mega. Ihr bekommt ein Pet. Ihr bekommt ein 30-Tage-Vorteilspaket. Ihr bekommt Segen der Karma-Silbe 15 Tage. Geheimes Buch des Altmondes 15 Tage. Ihr bekommt dieses Premium-Set, wo ihr eins euch dann eins aussucht. Und plus Bonus noch Schriftrollen und Rabattgutschein. Ich find's geil, nur ich persönlich werde mir das jetzt nicht holen, weil man kann das Kostüm nicht färben. Und ich bin jemand, ich färbe meine Kostüme gerne so, wie es mir gefällt. Wenn man aber sagt, das Kostüm gefällt einem so richtig gut, dann lohnt sich das Kostüm. Alleine wegen den Bonis hier oben habe ich trotzdem mit dem Gedanken gespielt, weil Pet plus Vorteilspaket plus Segen der Karma-Silbe plus Geheimes Buch des Altmondes ist schon geil. Auch noch so für die Leute, die sagen, Kostüm ist okay, auch noch gut. Ihr bekommt halt die ganzen Krame noch dazu plus Pet. Das hier gibt es halt, also ihr müsst aufpassen, es gibt das Schwarzer Schudat-Paket weiblich, männlich und Guardia und Chai. Achtet darauf, dass ihr das Richtige kauft. Nicht, dass ihr irgendeinen Quatsch kauft, dann habt ihr sinnlosen Kram rumliegen. Aufpassen. Dann gibt es momentan für Köche und für Alchemisten Kostüme. Diese Kostüme sorgen im Regelfall dafür, dass ihr, ich glaube, schneller euer kochen könnt, beziehungsweise Tränke brauen könnt. Dafür sind die da, die sind auch jetzt gerade im Angebot, plus Bonus. Dann, das finde ich noch richtig geil, für alle, die ihre Pets upgraden wollen. Holter die Polter sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das die einzigen Pets oder mit zu den einzigen Pets gehören, die universell nutzbar sind. Ihr kennt ja die Typen bei den Pets. Es gibt ja klassisch, Premium, Limited. Die hier könnt ihr auf alles benutzen zum Upgraden eurer Pets. Momentan kriegt ihr 3 zum Preis von 2. Das heißt, für alle, die jetzt vorhaben, ihre Pets mal zu upgraden, lohnt sich. Definitiv. Würde ich empfehlen, für alle, die ihre Pets upgraden wollen. Das ist billig. Dafür, dass das Universal-Pets sind.
Also, und ist 10-mal pro Familie erhältlich, muss ich dazu sagen. Das heißt, das geht bis 10. Juni. Das heißt, wenn ihr den Monat sagt noch, oh, dafür habe ich noch Geld, und nächsten Monat, oh, dafür habe ich nochmal Geld, könnt ihr euch 6-mal Pets holen. Dann noch, selbe gilt jetzt auch gerade für Markt bzw. Butler. 3 zum Preis von 2. Warum das nützlich ist, glaube ich, brauche ich nicht erklären. Ich erkläre es aber trotzdem. Markt Butler sind dafür da, dass ihr von eurem Marktplatz jederzeit, egal wo ihr seid, also auf euren Marktplatz Zugriff habt, oder auf das nächstgelegene Lager, egal wo ihr gerade seid. Das heißt, seid ihr in Valencia, egal wo du in Valencia bist, in der Wüste, hast du Zugriff auf dein Lager in Valencia. Dann kommen wir zur Erinnerung eines Handwerkers noch. 33 Erinnerungsfragmente, Kronstein und Rad von Walks für 1000 Perlen. Gehe ich gar nicht weiter drauf ein. Muss man selber wissen, ob man das braucht. Dann noch Pferdeausrüstung. Auch bis zur Wartung am 10. Juni reduziert auf 1340, 33% Rabatt. Dann ein Kostüm für die Waldläuferin, 20% Rabatt, das Enslar, könnt ihr ja gucken, für alle, die Walküre spielen, Entschuldigung. Und das ist das, was sogar ich mir holen werde, 2 Charakterslots zum Preis von einem. Finde ich geil, ist auch nur einmal erhältlich pro Familie, ich finde es praktisch. Und da werde ich wahrscheinlich gleich zuschlagen, auf jeden Fall. Deswegen, das ist gut. Dann haben wir hier noch Bikinis, optische Sachen. Aber wir gehen ja heute nur aufs Nötigste ein. So, dann haben wir, kommen wir zu dem Event Hotte Hü. Für alle, die Pferdezucht betreiben, unbedingt zuhören. Ganz wichtig, zuhören. Vorher war ja jetzt der Event mit diesen Shakatu-Goldbarren oder diese Goldbarren da, die jeweils 3 Millionen wert waren. Ihr erinnert euch. Jetzt habt ihr den Event fürs Monster töten, sammeln und fischen. Bekommt ihr entweder brillante blutrote Feuerblume, Frucht des Ianaros oder mysteriöse blaue Muschel. Das obere ist, wenn ihr Doompferde machen wollt, also ein Doompferd, T9, Doomhorse. Das zweite ist für Pegasus und das dritte ist für Einhorn. Das könnt ihr einfach so jetzt bekommen. Könnt ihr natürlich auch aufheben, sammeln, für, falls ihr mal einen T9-Versuch machen wollt. Auch mega nice. Kommen wir aber zum... Ach genau, Eventgegenstände können auch in NPC-Läden für jeweils 100.000 Silber verkauft werden. Das heißt, ne, kann man auch verkaufen beim NPC. Jetzt kommt aber das geilste, 50% mehr EXP, Reittier-EXP, über den gesamten Eventzeitraum. Das heißt, bis 3. Juni, bis nächste Woche. Ihr habt jetzt eine ganze Woche 50% mehr Reittier-EP. Richtig nice für alle, die ihre Pferde leveln wollen. Dann gibt es jetzt noch die Möglichkeit, man kann ja seine Pferde eintauschen beim, wie nennen die sich hier, bei kaiserliche Pferdelieferung. Ich mache jetzt erst das, bevor ich das andere sage, weil das andere ist heftig. Deswegen kommen wir erst zu dem und dann zu dem, was ich am krassesten finde bei dem Ganzen. Wenn ihr das eintauscht, bekommt ihr so Siegel immer und jetzt gibt es dazu Eventrechnung der kaiserlichen Abrichtungslieferung. Je nach Stufe bekommt ihr wieder 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Rang 8 halt 16. Könnt ihr bekommen. Wenn ihr diese Dinger habt, könnt ihr die eintauschen gegen wiegender Windsplitter oder rumpelnder Erdsplitter. Eine Reittierscheinkiste, wo ihr eine Chance auf ein T6 bis T8 Pferd habt. Ausrüstung für euer Pferd. Oder für 360 Stück eine Reittierscheinkiste, wo safe ein T8 drin ist. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Kommen wir zu dem, was ich gerade absichtlich übersprungen habe. Verbesserte Zucht- und Eintauschchancen. Und als ich das gelesen habe, habe ich vorhin schon bei der Stream, also ich habe das einmal für den Stream jetzt erklärt und jetzt nehme ich es für euch auf, dachte ich mir auch nur, what the fuck. Wenn ihr 2 Rang 8 Pferde habt, mit Stufe 30 und lasst die sich paaren, habt ihr eine 100%ige Chance, ein T8-Pferd zu bekommen. 100%. Nicht mehr nur 50, 60 oder was weiß ich. 100% Chance, dass ihr ein T8 bekommt. Safe, wenn ihr 2 T8er Stufe 30 benutzt. Das finde ich super heftig. Das wird wahrscheinlich den Markt komplett sprengen und überschwemmen mit T8-Pferden. Aber wenn ihr dann Pferde wollt, dann ist die Zeit. Nach diesem Event wahrscheinlich oder noch so gegen Ende des Events. Werdet ihr so viele T8-Pferde wahrscheinlich sehen. Ich würde zuschlagen, wenn ich ihr wärt. Und für alle, die Pferdezucht betreiben, viel Spaß. Wir werden bald sehr viele reiche Pferdezüchter haben wahrscheinlich. Dann neue Anwesenheitsbelohnungen.
Dann deine Anwesenheitsbelohnung. Der Event mit den Anwesenheitsbelohnungen läuft noch, wo du diesen krassen Shit bekommst. Und jetzt gibt's nochmal zusätzlich, wurde aktualisiert, eine neue Anwesenheitsbelohnung noch obendrauf. Mit den Klassikern wie Art von Walks, Schriftrolle für Beute, Shakatu-Siegel. Insgesamt 10 Stück sind da diesmal wieder drin. Und. Und am Ende wieder eine feine Accessoire-Kiste, so wie man es kennt. Damit sind wir mit den Events durch. Kommen wir zu den eigentlichen Patch Notes. Da brauchen wir, denke ich, jetzt mal gar nicht. Wir kommen direkt zur Sache. Ja, das ist ja, wie gesagt, nur für euch eine Zusammenfassung. Wir kommen direkt zur Sache. Das hier ist direkt interessant. Das wurde jetzt schon mehrmals bei mir im Stream erwähnt. Das haben viele angesprochen. Ich möchte das jetzt nochmal speziell ansprechen, weil es heute rauskam. Für alle, die davor hatten, sich eine Karavelle oder eine Karacke zu holen, es ist für euch jetzt leichter, daran zu kommen. Zuallererst habt ihr die Möglichkeit, Materialien, Seehandelsgüter, mehr davon gegen die wichtigen Materialien einzutauschen. Wie zum Beispiel beschichtetes Inselbaumschichtholz, Steinsalzblock, Kobaltblock, Artefakt der Kielhohlpiraten, Leuchtriffstück, so. Reiner Perlenkristall, Tiefseeklebstoff der Erinnerung, Kielhohlpiraten-Vernichtungssiegel, standardisiertes Vierkantholz mit Gezeitenfarbe, leuchtender Kobaltblock, großer Ozean-Dunkeleisen, Seegrastrunk, Artefakt der Kielhohlpiraten, rötliche Manganknolle, verstärktes beschichtetes Inselbaumschichtholz, Mondschuppenschichtholz, Mondaderflachsstoff, Schuppe eines wilden Meerungeheuers, Schuppe eines Salzwasserkrokodils, prächtiger Steinsalzblock, prächtiger Perlensplitter, Artefakt der Kielhohlpiratenkampf, Blume Okilas, Träne des Ozeans und standardisiertes Vierkantholz mit dunkler Gezeitenfarbe. Könnt ihr jetzt alle eintauschen gegen Seehandelsgüter? Könnt ihr jetzt so bekommen. Das wird wahrscheinlich für viele eine tierische Erleichterung, an die Karavelle und an die Karacke zu kommen. Zudem wurde auch noch an dem System ein bisschen was überarbeitet. Und zwar an dem gesamten Barter-System wurde, also was heißt, es wurde nicht grundsätzlich überarbeitet, es wurde was hinzugefügt. Und zwar, in gewissen Fällen wurden Warentauschzähler in Warentauschpunkte umbenannt. Jeden Tag um 6 Uhr UTC, also das heißt bei uns 8 Uhr frühs, setzen sich die Warentauschpunkte auf 100 zurück. Ist ein Vorteilspaket aktiv, regenerieren sich 50 zusätzliche Punkte. Das bedeutet, ihr habt nicht 100, sondern 150. Die Anzahl der Warentauschpunkte, die verbraucht werden, wenn man die Funktion für die Warentauschaktualisierung verwendet, hängt von der Anzahl der Tauschgeschäfte ab, die man an diesem Tag noch übrig hat. Die Verwendung der sofortigen Aktualisierung verbraucht zusätzlich 30 Punkte. Bedeutet, bei einmal 50 Punkte und nochmal 50 für die Aktualisierung der Schiffsmaterialien, führt beim zweiten Mal 40, wieder 50 und beim dritten Mal 20 und ihr könnt nur zweimal am Tag die Schiffsmaterialien aktualisieren. Zusammengefasst, ihr habt jetzt Standard eure Handelsmaterialien, habt aber andererseits jetzt auch noch eine Liste mit Handelsmaterialien, die ihr tauschen könnt gegen Schiffsmaterialien. Das bedeutet, ihr habt jetzt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tauscht eure normalen Waren wie immer oder ihr besorgt euch Schiffsmaterialien für euer Schiff. Das ist zusammengefasst grob das, was ihr jetzt machen könnt. Ich habe diese Liste, beziehungsweise genau den Link von diesen Patchnotes auf meinem Discord verlinkt. Werde ich auch in die Videobeschreibung packen, wie immer. Unter nützliche Links, wer das nochmal alles nachlesen will zu dem Thema. Zusammengefasst einfach, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch eure Materialien für euer neues Schiff so zu erbartern, sage ich jetzt mal. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, Pferde zu mieten. Ihr habt richtig gehört, Pferde mieten. Und zwar anhand dieser Funktion können Pferde sowohl gemietet als auch vermietet werden. Gegen eine Gebühr, und jetzt muss ich sagen, von nur 100.000 Silber, kann man für 7 Tage ein Pferd mieten. Der Pferdebesitzer kann sein Tier zwingend zurückholen, wenn es in einem Stall untergebracht ist oder keine Verbindung zum Spiel mehr besteht. Man kann sich zwar der bestehenden Ausrüstung des gemieteten Pferdes erfreuen, man kann diese Ausrüstung aber nicht ablegen. Das heißt, wenn Ausrüstung auf dem Pferd ist, kann der andere die zwar nutzen, aber er kann sie euch nicht runternehmen, also keine Sorge, lasst die ruhig drauf. Es können Pferde bis zu Rang 8 vermietet werden. Also, wer noch ein paar Pferde rumliegen hat, Pferdezüchter werden wahrscheinlich einige haben.
Ihr könnt die vermieten für 100.000 Silber. Für 7 Tage. Es wurden folgende Gegenstände für den Anbau hinzugefügt. Das ist jetzt was für Leute, die mit Hühnerfutter und Heuballen was zu tun haben. Und zwar, wenn ihr Fachmann 1 seid, könnt ihr jetzt verzaubertes Hühnerfutter und verzauberte Heuballen bekommen. Wenn ihr wiederum diese dann benutzt, um weiter damit Ertrag zu bekommen, bekommt ihr durch das verzauberte Hühnerfutter 15% mehr Ertrag und durch die Heuballen 25% mehr Ertrag. Heißt für alle, die das gerne machen, sehr praktisch, ihr bekommt mehr davon. Und mindestens Fachmann 1, das muss man sich merken, Fachmann 1. Dann kommt, was wäre noch wichtig zu dem Thema, Walküre wurde ein bisschen angepasst, das wollte ich noch durchgehen, weil ich finde, das ist in den Patchnotes die größte Änderung. Walküre, der Blitzstich, der ultimative ist jetzt kombinierbar mit normalem Blitzstich. Deshalb wurde Ultimativ Blitzstich zu einer Talentkombo umgewandelt, die ohne den regulären Blitzstich nicht angewendet werden kann. Für alle Valkyrie-Spieler, hoffe ich, ist das was Gutes. Blitzstich kann nun durch Drücken von nach vorne rechte Maustaste zusammen mit einem Langschwert verwendet werden. Die Bewegungsdistanz von Schildhechten 1, 2 und Exklusivschildhechten wurde entsprechend der Bewegungsdistanz von Schildhechten 3 angepasst. Ja, die Blockeffekte von Schildhechten 1, 2 und 3 wurden allesamt zu Vorwärtsabwehreffekten vereinheitlicht, welche nun auch gegen CC-Statuseffekte immun sind. Die Abklingzeit von urteilläuternde Lancia wurde wie folgt angepasst. Stufe 1 ist es gleich, auf Stufe 2 3 Sekunden, auf Stufe 3 4 Sekunden, auf Stufe 4 6 Sekunden weniger. Das Talent Lichtwelle verfügt jetzt über eine gesamte VK-Reduktionseffekt. Der Charakter bleibt nun im Lancia-Modus bei rückwärtsgerichteter Anwendung des Talentes. Todesschwellenverfolgung. Bei mehrmaliger Verwendung hintereinander springt das Talent allerdings über zu Schildhechten. Die Angriffsreichweite für Kette Lichtentladung wurde den Effekten entsprechend angepasst. Die Angriffsreichweite für Heiliges Land wurde erhöht und entspricht nun der Reichweite des Wellentreffers. Und im PvE wurde eine kritische Trefferquote von 100% hinzugefügt. Das finde ich mit Abstand am coolsten. Dafür wurde aber die Trefferanzahl für Unverzüglichkeit im PvP auf 4 Treffer reduziert und die Höhe des einzelnen Trefferschadens wurde verringert. Allerdings hat dafür der Skill jetzt auch eine 100%ige kritische Trefferquote. Sonst wurde hier nur questmäßig was überarbeitet und das ist jetzt nicht das, was super wichtig wäre. Im Grunde genommen sind wir damit jetzt schon durch. Ich hoffe, damit konnte ich dir helfen, damit konnte ich dir alle Infos geben. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auch mal bei mir auf Instagram vorbeischauen, auf Discord, auf Twitter, auf Twitch. Momentan jeden Tag live. Schau gerne mal vorbei. Davon mache ich, dieses Format wird jetzt jede Woche Mittwoch laufen. Das heißt, spätestens am Donnerstag habt ihr das Video dann. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn dazu noch Fragen sind, komm jetzt gerne zu mir in den Stream. Komm auf den Discord, frag nach. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem von wann und wo du gerade zuschaust. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Stream. Haust du rein. Tschüss.